Ja, es gibt bei Künstlern viele Ängste, die Angst vor dem Kitsch, die Angst vor dem Dekorativen, die Angst vor dem Gefälligen. Ich glaube, all diese Ängste haben letztlich auch wieder zu tun mit so einem kunstreligiös geprägten Selbstbild der Künstler, dass sie glauben, sie sind eigentlich für was Höheres, für was Besseres, für was Wichtigeres zuständig, für die ersten und letzten Fragen und nicht für alles, was dazwischen liegt. Und insofern würde ich den Künstlern eigentlich zurufen wollen, sie sollen mal da ganz gelassen sein und ohne Ängste, ohne Befangenheit, ohne Voreingenommenheit das machen, wonach ihnen eigentlich am meisten jeweils der Sinn steht. Und wenn dann andere sagen, das ist Kitsch, das ist Deko, das ist gefällig, dann kann man das vielleicht auch aushalten, wenn man als Künstler selber das Gefühl hat, man hat aber das gemacht, was einem wichtig war, was einem lieb war. Und vielleicht kann man ja auch sogar Geschmacksstandards durch das, was man in die Welt bringt, sukzessive ein bisschen verändern. Gerade wenn man sich anschaut, was heute als kitschig gilt, was vor 30 Jahren als kitschig galt, was vor 100 Jahren als kitschig galt, dann ist da wenig Schnittmenge. Das heißt, gerade die Empfindung dessen, was dann als kitschig deklariert wird, ändert sich sehr schnell. Und insofern hat man als Künstler ja eh nicht die Gewähr, ob das, was man heute macht, nicht vielleicht der nächsten Generation als kitschig erscheint, gerade weil man getrieben von der eigenen Angst unbedingt versucht hat, nicht kitschig zu erscheinen.